gather at the river, where bright angels' feet have trod. Im zweiten Teil vom Vortrag möchte ich einige mögliche Abläufe während der Sintflut illustrieren. Ich sage mögliche Abläufe, denn ich war nicht dabei und Noah hat kein Video gemacht. Wir besitzen Informationen der Bibel. Das Buch der Gesteine liefert auch eine Menge Informationen. Aber vieles wissen wir nicht. Und deswegen alle Versuche, diese Dinge zu verstehen, müssen immer mit Vorsicht betrachtet werden. Die Bibel muss nicht mit Vorsicht betrachtet werden. Die Bibel ist Gottes Wort, absolut wahr, vom Anfang bis am Ende. Und im Grunde genommen wäre einen solchen Vortrag gar nicht nötig, wenn es nicht in unserer Zeit, in der westlichen Welt, einen sehr kritischen Geist geben würde. Als ich zum Beispiel mit meiner Frau, als wir Missionare waren unter tibetanischen Flüchtlingen in Nordwestindien, da habe ich kein Wort über Geologie und Sintflut verloren, denn die Frage war für sie völlig uninteressant. Sie wurden nämlich nicht durch ihren Schulen mit solchen Dingen konfrontiert. Ich zeige einen solchen Vortrag heute Abend nur deshalb, weil in unseren Schulen mit einer großen Selbstverständlichkeit von vergangenen Vorgängen gesprochen wird, wie wenn das alles ohne Gott abgelaufen wäre. Und ich sage, halt nein, wir können dieselbe Fakten in der Geologie zum Beispiel betrachten im Lichte des Wortes Gottes. Und ich muss das nur in der westlichen Welt machen, wo die Fragen sehr aktuell geworden sind. Die Bibel ist nicht da eigentlich, um solchen Fragen im letzten Detail zu beantworten. Aber weil die Fragen gestellt werden, können wir untersuchen im Wort Gottes, was lässt sich sagen. Und es lässt sich eine ganze Menge sagen. Aber unsere menschlichen Versuche, diese Dinge zu interpretieren, müssen mit Vorsicht genossen werden. Ich hoffe, dass das sehr deutlich ist. Auch wenn ich mit großer Überzeugung und so rede, diese Modellvorstellungen, die ich zeige, sind eigentlich theoretischer Natur. Die Bibel ist nicht Theorie. Aber die Kombination Buch der Gesteine mit biblischen Aussagen, das ergibt Modellvorstellungen. Wir nehmen als Grundlage, können wir jetzt das Licht ausschalten, wir nehmen als Grundlage für unsere weitere Überlegungen den Psalm, die Verse 6 bis 10 in Psalm 104. Psalm 104 handelt vorwiegend um Schöpfung. Aber im gewissen Sinn war die Sintflut auch ein Schöpfungsakt, in dem Sinn, dass die Erdoberfläche neu gestaltet worden ist durch die Flut. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang wird die Sintflut angesprochen. Es heißt hier mit der Flut. Nun, die Wasser, die hier angesprochen werden, könnten freilich die Wasser sein, die ursprünglich die Erde bei der Schöpfung bis zum dritten Schöpfungstag bedeckten. Aber wenn wir weiterlesen in diesem Zusammenhang, glaube ich, wird es sehr deutlich sein, dass es die Sintflut ist, das hier angesprochen wird. Also, mit der Flut, sprich Sintflut, decktest du sie, die Erde, wie mit einem Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Über welchen Bergen? Über diesen Berg? Die Arche Noah, hier durchgesegelt, drin, drin, drin. Wir lassen die Frage für einen Moment offen. Mit der Flut decktest du sie, die Erde, wie mit einem Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Nach 150 Tagen gab Gott aber einen Befehl, die Wasser fingen an zurückzugehen. Aber vor deinem Schelten flohen sie. Von deiner Donnerstimme wurden sie verscheucht zu dem Ort, welcher du ihnen, den Wassern, gesetzt hast. Was ist mit diesem Wort Ort gemeint? Wo ist das Wasser der Sintflut hingegangen?
ist nicht alles in der Luft. Es hat zwar am Ende der Flut einen Wind gegeben und die Erde ist ausgetrocknet, aber das meiste Wasser der Flut, das selbst die höchsten damaligen Bergen bedeckt hat, ist nicht in der Luft zurückgegangen. Das Wasser der Sintflut ist immer noch auf Erden, in den tiefen Ozeanbecken. Aber, es heißt hier, zu dem Ort im Einsaal. Wie ist das zu verstehen? Vielleicht so. Es gibt viele Hinweise in der Geologie dafür, und auch, glaube ich, indirekt in der Bibel dafür, dass es ursprünglich auf unserer Erde nur ein Kontinent gegeben hat. Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass Südamerika und Afrika wie zwei Puzzlestücke zusammenpassen. Nun, die anderen Kontinenten aber ebenfalls. Es gibt Hinweise dafür, dass dieses eine Kontinent von der Sintflut dann mit Wasser bedeckt war und dass nach der Sintflut dieses Superkontinent immer noch zusammenhing und dass das Wasser dann abfloss von einer steigenden Landmasse in einem absinkenden Ozeanbecken, ein Ozean, ein Ort um einen Kontinent. Das könnte einige mögliche Erklärung sein für diese Aussage, dass sie an einem Ort abgeflossen sind. Nun, die Sintflut könnte ohne weiteres das Gleichgewicht unserer Erdkruste so richtig aus dem Lot gebracht haben, sodass nachher dieses eine Kontinent anfing, zuerst sehr schnell, aber dann immer langsamer auseinander zu brechen. Die Kontinenten bewegen sich heute noch, aber nur sehr langsam. Denken Sie wieder an diese Pendel-Illustration. Die Sintflut schlägt aus, wirft manches durcheinander und das pendelt sich allmählich dann ein. Nun, die Kontinenten bewegen sich heute nur einige Millimeter im Jahr, früher aber wesentlich schneller. Wieso weiß man das? Weil es früher viel stärkere und häufigere Erdbeben gegeben hat als heute. Und damit verbunden sehr viele Vulkanausbrüche. Und diese Erdbewegungen lösten auch Fluten aus, lokale Überschwemmungen. Einige Teile von Nordafrika, wesentliche Teile von Südeuropa. Heute, wo der Prärie ist in Nordamerika, Flachmeere, nicht allzu tief, lokale Überschwemmungen. Und in diesem Jura-Meer in Europa sind die Fossilien entstanden, die wir Jura-Fossilien nennen, zum Beispiel. Das wäre also nachsintflutliche Folgekatastrophen. Eine ganze Rattenschwanz weltweit, aber nie wieder die ganze Erde unter Wasser. Mit der Flut decktest du sie, die Erde, wie mit einem Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, von deiner Donnerstimme wurden sie verscheucht zu dem Ort, welcher du ihnen gesetzt hast. Und in dem Zusammenhang, im Zusammenhang mit den Erdbewegungen, Berge stiegen empor, Täler senkten sich. Nun, sind die Berge, die hier emporsteigen, dieselbe Berge, die von der Flut bedeckt wurden und jetzt werden sie wieder sichtbar? Oder sind das völlig neue Berge? Wir lassen auch diese Frage vorerst offen. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Diese Wasser, wovon wir hier gelesen haben, sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Und diesen Vers zeigt uns, meine ich, recht deutlich, dass die Wassern, wovon bis jetzt die Rede war, die Wassern der Sintflut sind. Denn, wenn das die Wassern gewesen wären, die ursprünglich die Erde bedeckten bei der Schöpfung, dann hätten wir hier ein Problem, sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken, weil die Sintflut hat tatsächlich die ganze Erde mit Wasser bedeckt. Denn selbst die höchsten damaligen Berge waren unter Wasser. Und die Sintflut war nicht lokal. Man kann nicht sagen, einfache lokale Überschwemmung im Nahen Osten, ein paar Städte unter ein bisschen Schlamm begraben. Denn wenn alle hohen Berge auf Erden bedeckt sind mit Wasser, dann ist nirgends anders trocken. Man kann nicht Wasser über einen Berg tun und dann woanders bleibt trocken. Und es heißt auch im Sintflutbericht, dass die ganze Erde von der Flut erfasst wurde. Es ist weltweit gewesen. Wenn es hier heißt, du hast diesen Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen, sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken, dann denken wir sofort am Regenbogen, der von Gott am Ende der Flut als Zeichen gegeben wurde, nie wieder eine solche Flut. Übrigens,
Wenn die Sinnflut nur lokal gewesen wäre, dann hätte Gott mit dem Regenbogen gelogen. Denn lokale Überschwemmung gibt es heute und danach einen Regenbogen. Welch Hohn und Spott. Nein, Gott hat nicht gelogen mit dem Regenbogen, denn der Regenbogen bezieht sich auf eine weltweite Flut. Und diese Wasser dürfen die Erde jetzt nicht mehr bedecken. Das ist der Schlüssel zum Verstehen, dass hier wir mit der Sinnflut zu tun haben. Du lässt es Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin. Nach der Sinnflut wurde die Erde wieder hergestellt, dass wir wunderbar darauf leben können. Es wurde richtig wiederhergestellt. Nun, wir haben hier wieder die Rede von den Bergen, und so möchte ich zurückkommen zu diesen Bergen, die von der Sinnflut allesamt bedeckt waren. Welche Berge sind das? Sind das die höchsten Alpen, 4000 Meter? Oder Berge in den Himalayas, 6 bis weit über 8000 Meter hoch? Ich denke nicht. Denn die Berge in den Himalayas, in den Alpen, in den Anden, in den Rocky Mountains in Nordamerika, in den Karpaten, das sind alles Sedimentbergen mit Fossilien darin. Und die Berge, die von der Sintflut bedeckt wurden, sind die ursprünglich von Gott geschaffenen Berge, und die werden wohl nicht Fossilienfriedhöfe darin gehabt haben. Die hohen Berge heute bestehen aus Gestein mit Fossilien darin bis an den obersten Gipfel. Oder die dazugehörenden Vulkanen, die aber zur selben Zeit entstanden sind, wie die Sedimentberge. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Es heißt im Sintflutbericht, dass alle Berge unter Wasser lagen. Es gibt aber nur 2 Kilometer Wasser, um Berge zu bedecken. Wenn die Ozeanbecken nicht so tief wären wie heute, dann würde das Wasser ansteigen. Und wenn alles Wasser hinunterregnen würde und alle Gletscher schmelzen würden, dann gäbe es 2000 Meter Wasser, um Berge bis zu 2000 Meter zu bedecken. Mehr nicht. Also da kann man 4000 und 6000 und 8000 gleich vergessen. Aber das heißt auch nicht im Sinnflutbericht, dass die Rocky Mountains oder die Karpaten oder die Alpen vom Wasser bedeckt wurden, sondern die damaligen Berge. Und wir dürfen nicht vergessen, das Wort Berg und das Wort hoch, das ist immer relativ. Natürlich, wenn ein 2000er da steht und weit und breit kein anderer Berge, dann ist ein 2000er hoch. Wenn ein 2000er neben einem 8000er steht, ist der 2000er nur ein Hügel. Wir lebten in den 2000ern in den Himalayas, das waren nur Hügeln dort. Am Ende vom Tal, da gab es die 6000er. Das sah ein 2000er entsprechend klein aus. Das Wort Berg und das Wort hoch, das ist immer relativ. Lassen Sie mich das nochmals verdeutlichen. Ich war vor ein paar Jahren bei einem Freund in Norddeutschland, etwas weiter oben. Und da sagte mein Freund zu mir, Richard, am Sonntag fahre ich mit den Kindern in die Berge. Kommst du mit? Ich dachte, ja nun, das gibt eine lange Fahrt. Aber ich willigte ein, ich ging mit. Wir sind aber gar nicht so weit gefahren, und da sagte mein Freund plötzlich zu mir, sind sie nicht schön? Ich fragte freilich, was? Und er sagte, die Berge. Ich fragte freilich, wo? Er sagte, wir sind darin. Ich sagte, Freund, das sind keine Berge. Wissen Sie, wir waren in der Nähe von Bremen. Und dort gibt es einen Hügel, und dieser Hügel ist 50 Meter hoch und heißt Hoher Berg. Als ich aber behauptete, dass das keine Berge seien, meldeten sich seine Kinder auf dem Rücksitz. Doch, doch, das sind unsere Berge, das sind herrliche Berge und so weiter. Ich sagte, Kinder, das sind keine Berge, das sind migrige Hügel. Nein, nein, das sind Berge, das sind Berge. Ich sage, okay, Kinder, jetzt lade ich euch ein. Jetzt kommt ihr im Sommer zu mir in die Schweiz, bringt eure Eltern mit. Sie sind gekommen und jetzt wissen sie, was anständige Berge sind. Nun, verstehen Sie, vor der Sintflut hat es für die damalige Zeit hohe Berge gegeben, aber die sind nie so hoch gewesen wie die heutigen. Nun, diese Berge, die hier steigen, das sind die neuen Berge. Das sind die 8000er zum Beispiel, bestehend aus abgelagerten Schutzschichten voll von Fossilien. Wo sind die damaligen Berge? Weitgehend durch die Wasser und der Sintflut abgetragen worden. Heute gibt es alte Rumpfgebirge, weitgehend abgetragen. Diese Rumpfgebirge haben keine Fossilien darin.
Das sind die ursprünglichen Bergen. Und aus dem Schutt der abgetragenen Bergen und der sonstigen erodierte Erdoberfläche sind Schichten entstanden, die unter Druck gekommen sind und hoch empor gefaltet und geschoben worden sind zu den neuen Bergen, die wir heute kennen. Das also der Überblick. Jetzt wollen wir mit Bildern verdeutlichen oder illustrieren. Mit der Flut decktest du die Erde wie mit einem Kleid. Wie stellen Sie sich Sinnflut vor? Was haben Sie als Bild vor Augen, wenn Sie an die Sinnflut denken? So etwas? Ist das Ihre Vorstellung von der Sinnflut? Ist das die Vorstellung, die Sie mit den tollen Bildern den Kindern vermitteln? Ja? Ihre kleinen Kinder, sie werden natürlich solche Bilder zuerst einmal glauben. Ihre Teenager aber nicht mehr. Aber sie haben bei den kleinen Kindern einen Eindruck entstehen lassen, wie es bei der Sinnflut war. Wenn sie aber kommentarlos solche Bilder benutzen, helfen sie ihr Kinder, sie sind auf dem besten Weg, aus ihren Kindern Ungläubige zu machen. Denn die Kinder glauben das zuerst einmal, aber als Teenager nicht mehr. Als Teenager fangen sie an zu überlegen, dass die Bibel eigentlich ein Märchenbuch sein müsste. Denn der Unterschied zwischen dieses Bild und Rotkäppchen ist nicht mehr sehr groß. Denn bitteschön, das Bild ist wirklich schön gemacht, herzig gemacht. Und ich bin auch dafür. Ich bin auch dafür, als Vater von 4 Kindern und Lehrer und meine Frau ist Kindergärtnerin, wir sind dafür, dass wir die biblischen Geschichten den Kindern kindesgemäß beibringen, aber bitte nicht verkindlichen. Denn hier haben wir mit einer glatten Lüge zu tun. Wo ist das Gericht? Überhaupt kein Gericht. Und wo ist ein Schiff groß genug? Für alle Tieren. Und Frau Noah wird als kluge Frau ihre Wäsche nicht oben drauf aufgehängt haben. Aber das nur nebenbei. Ich denke, bevor die Künstler die Bilder machen, sollen sie die Bibel einmal lesen. Lesen wir, was zur Sinnflut steht. Im 600. Lebensjahre Noahs. Die Menschen vor der Sinnflut lebten wesentlich länger als nachher. Im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, es fehlten nur noch die Stunden, wie ist das für eine genaue Chronologie? An diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang und die Wasser schwollen an auf die Erde 150 Tage lang. Das Wasser der Sinnflut stieg 150 Tage lang und dann fing es an, wieder zurückzugehen. Ja, aber bitte, wie könnte das Wasser 150 Tage lang steigen, wenn der Regen nach 40 Tagen aufgehört hat? Kurz nachdem der Regen aufgehört hat, müssten die Wasser auch aufhören anzusteigen. Wie könnten die Wasser 110 Tage lang weiter steigen, nachdem der Regen nach 40 Tagen aufgehört hat? Wir müssen natürlich bedenken, dass das Wasser der Sinnflut nicht nur und vielleicht nicht einmal in erster Linie in Form vom Regen kam. Es heißt hier in unserem Text, da brachen alle Quellen der großen Tiefe auch auf. Und dieses Aufbrechen der Quellen der Tiefe ist wahrscheinlich das, was die Erdkruste weitgehend zerstört hat, damit die großen Gesteinsbrocken zum Sand reduziert werden konnten. Und es ist dieses Aufbrechen der Quellen der Tiefe, das wahrscheinlich das meiste Wasser der Flut lieferte. Denn lange nachdem der Regen aufgehört hat, sprudelten diese Quellen weiter. Was sind die Quellen der Tiefe? Zuerst ein Vergleich. In der Erdkruste gibt es nicht nur Wasser, in der Erdkruste gibt es auch Magma, Lava. Nicht überall. Das Erdinnern ist nicht glutflüssig überall. Das innerste Kern, rechnet man heute, ist ein fester Eisen- und Nickelgemisch. Aber es gibt Hotspots, heiße Stellen. Und wenn oberhalb von einer solchen Hotspot oder heiße Stelle es ein Erdbeben gibt, dann reißt die Erde auf, es kann auch kreisförmig geschehen, und da wird der Druck entladen. Und wenn diese Gesteinsbrocken nicht aufgeschmolzen werden, dann sacken sie ab und da gibt es nachher ein Absackbecken, ein Caldera. Nun, wir können etwas Ähnliches vorstellen. Es ist bitte eine Modellvorstellung. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ich war nicht dabei. Aber anhand von dem Buch der Gesteine kann man sich das sehr gut vorstellen, dass in der Erdkruste vor der Sinnflut es große Wasserreservoirs gegeben hat. Vielleicht hat dieses Wasser auch eine nützliche Funktion vor der Flut, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall
Durch die Flut oder durch Gottes Befehl ist die Erde, kann man sich vorstellen, aufgerissen und da gehen die Quellen hoch. Und 150 Tage lang sprudelt das Wasser hoch. Nun, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist, dann wird die Erdkruste oberhalb allmählich absacken. Ja? Und da entstehen große Absackbecken. Und solche Absackbecken gibt es weltweit, aber voll von Sedimenten. Und die sind groß, tausende von Quadratkilometern im Umfang und ein paar tausend Meter tief manchmal. Oder mindestens einige hundert Meter tief. Das sind also sehr große Absackbecken. Teile der Erdkruste, die ziemlich schnell abgesackt sind, unter Wasser. Und dadurch wird ein Sog Wirkung erzeugt. Da wird das Wasser von allen Seiten zusammen mit sehr viel Schlamm hineingezogen. Das ist ähnlich wie am Samstagabend, da badet man die Kinder, zieht man den Stopfer in der Badewanne und nachher gibt es die Sedimenten unten in der Badewanne. Nun, hier haben wir freilich keinen Stopfer. Der Badewanneboden ist am Absacken und dadurch werden Sedimente hineingezogen. Nun, die Risse hier, die gehen noch tiefer und wenn sie tief genug gehen, da werden sie irgendwo auf Gesteinsschmelze stoßen und da kommen Vulkanausbrüche durch das Ganze hindurch. Auch in der Zeit nach der Sintflut. Wenn wir also ein realistisches Bild von der Sintflut malen wollen, dann sollte er vielleicht eher so aussehen. Das wäre eher realistisch im Lichte vom Buch der Gesteine und im Lichte von biblischen Angaben. Und da dürfte es Ihnen dann deutlich werden, dass Frau Noah wahrscheinlich ihre Wäsche nicht oben auf die Arche aufgehängt hat. Meine Frau täte es auf jeden Fall nicht unter solchen Bedingungen. Nun, es ist natürlich so, dass nicht die ganze Erde so ausgesehen hat, sonst wäre die Arche kaputt gegangen. Aber es gibt schwache Zonen in der Erdkruste, wo es solche Erdbeben und Vulkanausbrüche wohl gegeben hat in der Zeit. Ich denke, das Problem für uns liegt darin, dass wir kaum Vergleichsmöglichkeiten haben heute. Wie sollen wir uns das überhaupt vorstellen? Wer hat einen anständigen Vulkanausbruch oder Erdbeben überhaupt erlebt? Und wenn Sie einen starken erlebt haben, haben Sie nur eine Mini-Katastrophe erlebt im Vergleich zu dem, was es früher gegeben hat, was es wieder geben wird und geben kann. Da ich aber keine anderen Vergleichsmöglichkeiten habe, möchte ich Ihnen mindestens zeigen, was während einer Mini-Katastrophe geschehen kann. Und ich nehme als Beispiel das bestdokumentierte Vulkanausbruch überhaupt, der Ausbruch von Mount St. Helens, ein alter Vulkan in westlichen USA in 1980. Dieses Bild ist aufgenommen worden im Herbst 1979. Da war der Berg noch nicht aktiv. Aber während dem Winter 79-80 wurde dieser Berg mehrmals von sehr starken Erdbeben erschüttert. Und dadurch entstanden im Gletscher oben auf dem Gipfel und in dem Gestein unter dem Gletscher Risse. Und aus diesen Rissen kam sehr viel vulkanischer Staub hoch, setzte sich nochmals auf den Berg ab und so war der Gletscher im Mai 1980 ganz mit vulkanischem Staub bedeckt. Aber die Erdbeben nahmen an Anzahl und Intensität weiter zu während dem Monat Mai. Und da hat sich dann weltweit unter den Geologen herumgesprochen, bald geht's los. Und so sind viele angereist, um das live zu erleben, zu studieren. Es wurden Beobachtungsposten aufgestellt, Fernsehteams waren dabei, Fotografen und so weiter. Sie wollten das live erleben. Ein Geologen-Ehepaar, Mann und Frau, beide Geologen, haben etwas Cleveres gemacht. Die haben ein Kleinflugzeug gemietet und sind mit ihrem Pilot ständig um den Berg herumgeflogen mit laufenden Kameras, um selbst die kleinsten Änderungen festzuhalten. Und währenddem sie an einem schönen Maimorgen vorbeiflogen, merkten sie plötzlich, wie große Risse in dem Eis und in dem Gestein unter dem Eis entstand und der Berg fing an, wie ein Ballon, in ihre Richtung aufzuschwellen, etwa 5 Minuten lang. Und da wussten sie als Geologen, jetzt geht's los. Sie haben ihr Pilot den Befehl gegeben, er soll abdrehen. Sie ließen aber die Kameras laufen und haben es gerade noch dokumentieren können, als durch den letzten starken Erdbeben plötzlich der obere Drittel vom Berg sich löste und 2 Kubikkilometer Gestein herunterdonnerte ins Tal. Da war der Pfropf weg, da konnte der Champagner hoch und er ging dann hoch.
Ein Kubikkilometer Gestein ist in Form von Staub und großen Gesteinsbrocken durch die Luft geschleudert. Hier sehen wir die Spitze vom Flugzeugflügel. Sie sind rechtzeitig abgedreht, konnten mit Leben und Film landen, deswegen haben wir die Bilder. 60 Menschen auf dieser Seite vom Berg waren nicht so glücklich. In den nächsten 10 Sekunden kamen sie leider um. Nun, die Gesteine, die durch die Luft geschleudert worden sind, wie Tischtennisbälle, die waren zum Teil recht große Brocken, wie diesen hier. Bing, weg vom Berg, ja, und zwar weit weg. Ein paar Geologen untersuchen das einige Wochen später. Es fehlten also nach dem Ausbruch 3 Kubikkilometer Gestein her. 2 Kubikkilometer davon löste sich und raste ins Tal hinunter. Vieles fiel in diesem See. Und das hat eine Flutwelle ausgelöst, die 280 Meter an der gegenüberliegenden Berg hochschwappte. Und dann raste das Wasser die umliegenden Täler hinunter. Und das Haus, das wir am Anfang vom Vortag unter viele Meter Schlamm begraben gesehen haben, das wurde begraben im Rahmen von diesen Flutkatastrophen in den umliegenden Tälern. 1 Kubikkilometer Gestein wurde dann in Form von Asche hochgeschleudert und verteilte sich während der nächsten 2 Jahren mehrfach um die ganze Erde herum. Und das ist nur eine Mini-Katastrophe. Das, was in 1980 geschah, ist nichts im Vergleich zu dem, was es in der Vergangenheit gegeben hat. 1980 nur 1 Kubikkilometer Gestein. Am Anfang dieses Jahrhunderts 12 Kubikkilometer. Am Ende des letzten Jahrhunderts 18 Kubikkilometer. Am Anfang des letzten Jahrhunderts 80 Kubikkilometer. Und es gab Vulkanausbrüche in der Vergangenheit, wo bis zu 1000 Kubikkilometer Gestein mit einem Kanal durch die Luft geschleudert worden ist. Mount St. Helens ist nichts im Vergleich. Aber Mini-Katastrophe hin oder her, betrachten wir das Gebiet um Mount St. Helens vor und nach der Ausbruch, und zwar vom selben Kamerastandpunkt aus fotografiert. Vorher waren die umliegenden Berge bewäldert. Nachher lag kein Holz mehr. Durch den Ausbruch gab es eine Druckwelle, ein Wind, der raste über dieses Gebiet und die Bäume sind abgeknickt. Die sind nicht aus dem Boden gerissen, die sind wie Streichhölzer abgeknickt. Die ganze Wälder um diesen Berg verschwanden. 600 Quadratkilometer Holz innerhalb von Sekunden gerodet. 600 Quadratkilometer. Hier der Berg, nachher Mount St. Helens und hier die Wälder. Und das Holz, das hier hinten gewachsen ist, flog durch die Luft und landete dann nachher hier und sonst wo. Und die Wälder, die hier gewachsen sind, sind die Druckwellen einfach umgeknickt, lagen flach und da kam das Holz von hinten oben drauf. Und das nur eine Mini-Katastrophe. Multiplizieren Sie das mal x-tausend, da haben Sie die Bedingungen der Sintflut. Denn stellen Sie sich vor, was es für Druckwellen gegeben hat, als alle Quellen der großen Tiefe am ersten Tag der Flut losgingen. Stellen Sie sich vor, wie die Wälder der damaligen Welt, wie eine riesen Treibholzmatte auf dem Wasser der Sintflut herumgedriftet sind. Und als diesen Wassern später nach der Sintflut abgingen und viele diese schwimmenden Hölzer mit Schlamm bedeckt wurden und kein Sauerstoff mehr dazu kam, da kann man sich überlegen, wie manche Kohleablagerungen entstanden sind. Durch den Ausbruch von Mount St. Helens sind 2 Kubikkilometer Gestein hier hinunter gerast und vieles fiel in diesem See. Das erzeugte eben die Flutwelle, 280 Meter hoch in die gegenüberliegenden Berge. Und dann raste das Wasser wie eine riesige Wasserwalze die umliegenden Täler hinunter. Und man sieht bis heute dort, wo diese Wasserwalze durchraste. Und damals, alles was im Wege war, wurde weggeschwemmt. Riesenbaume, Baumaschinen wie Spielzeuge. Nun, Geologen haben diese umliegenden Täler nachher untersucht. Die umliegenden Täler sind Sedimenten. Die Geologen, die diese Dinge untersuchten, ich habe ihr Schlussbericht gelesen und sie haben geschrieben am Ende von ihrem Bericht, während der Ausbruch von Mount St. Helens sind in den umliegenden Tälern während einigen wenigen Stunden Zehntausenden von Jahren geologische Arbeit verrichtet worden. Während einigen wenigen Stunden geschah das, was man normalerweise überlegt, würde Zehntausenden von Jahren dauern.
Und das wäre eine Mini-Katastrophe. Wie viele Millionen von Jahren geologischer Arbeit sind während dem einen Jahr der Sintflut verrichtet worden und wie viele weitere Millionen von Jahren sind während der Folgekatastrophe nach der Sintflut lokal weiter verrichtet worden? Wenn wir mit einer weltweiten Sintflut rechnen, dann schrumpfen die Jahrmillionen auf wenigen Stunden, Tagen, Monaten, Wochen und Jahren zusammen. Wasser in Bewegung hat eine enorme Kraft. Diese Kerbe hier oben ist auf die Rückseite, nicht auf der Explosionsseite von Mount St. Helens. Das ist auf der anderen Seite jetzt. Wie ist diese große Kerbe entstanden? Oben auf dem Vulkan gab es vor dem Ausbruch einen Gletscher. Dieses Gletscher schmolz, raste den Berghang hinunter und riss sehr viel Gestein mit sich. Das ist die Erosion von dem Gletscher. Nun, das Wasser raste dann über diese Flutebene und hat im härtesten Gestein, in Basalt, Tälern innerhalb von ein paar Stunden hineingefressen. Nun, das Wasser frisst nicht, denn mit der Butter scheuert man nicht. Aber das, was das Wasser trug, die gebrochenen Steine, das war wie Schleifpapier. Und das raste mit großer Geschwindigkeit und hat hier zum Beispiel ein ganzes Tal ausgehobelt. Und das, was ausgehobelt ist, gehört zu den härtesten Gesteinen unserer Erde, Basalt. Anstehenden, festen Basalt. Nicht gebrochene Stücke, sondern anstehendem Gestein. Und das wurde regelrecht gescheuert. Und was weggescheuert wurde, musste wieder abgelagert werden. Alle diese Sedimentschichten sind in kürzester Zeit nach dem Ausbruch von Mount St. Helens abgelagert worden. Ich kenne deutsche Geologen, die haben diese Dinge dort bei Mount St. Helens studiert. Die sind wie Konvertierten wieder nach Europa zurück. Sie haben angefangen, die deutsche Geologie im Lichte von diesen Dingen ganz neu zu interpretieren. Dinge, die früher Tausende und Millionen von Jahren für sie abgelaufen seien, schmolzen auf wenigen Stunden zusammen. Falls Sie für den Unterricht irgendwo solche Bilder benötigen, es gibt bei uns hier in Deutschland eine Medienstelle der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, da können Sie solche Serien wie Mount St. Helens ausleihen für den Unterricht. Die Prospekte sind auf dem Büchertisch. Nun, ich habe schon gesagt, und ich möchte das mit einem anderen Beispiel illustrieren, Wasser in Bewegung hat eine enorme Kraft. Wir sehen das hier am Nordsee. Nun, der Nordsee ist nicht immer so ruhig. Betrachten wir dieses Haus während einer Sturmflut. Nun, die Flutwelle, die hier erzeugt wurde, ist durch Wind erzeugt worden. Nun, hat es während der Sintflut Wind? Oh ja, und wie? Da wird es entsprechend große Flutwellen gegeben haben. Aber es gibt noch gefährlichere Flutwellen. Wenn zum Beispiel unter einem Ozean heute, unter dem Pazifischen Ozean zum Beispiel, es ein Erdbeben gibt, in dem Sinn, dass ein Teil vom Ozeanboden plötzlich absackt, einige Meter absackt, da werden Stoßwellen erzeugt. Und diese Stoßwellen, die erzeugen große Flutwellen. Und wenn eine solche Flutwelle an die Küste von Japan heranrast, dann ist sie etwa 30 Meter hoch. Und sie können aber weit über 100 Meter hoch sein. Und sie haben so viel Energie, sie schmeißen tonnenschwere Gesteine viele Meter vom Ozeanboden auf dem Ufer. Hat es solche Tsunamis während der Sintflut? Oh ja. Und wie? Denn stellen Sie sich vor, wie das war, als unter den Wassern die Quellen der Tiefe ständig am Absacken waren. Es ist wirklich ein Wunder, dass die Arche das alles überlebte. Und keiner von uns heute Abend würde hier sitzen, wenn Gott nicht seine Hand über diesen Schiff gehalten hätte und wenn Noah nicht auf Gottes Wort ganz genau eingegangen wäre. Denn Gott hat Noah genau gesagt, genau wie lang, genau wie breit und genau wie hoch die Arche sein müsste. Und wenn Noah die Arche nur ein bisschen länger gemacht hätte, so denkt, ja, muss man doch, es sind viele Tiere, machen wir es ein bisschen länger, dann wäre die Arche durchgebrochen. Wenn er die Arche aber kürzer gemacht hätte, ja Mensch, so viel Holz, machen wir es bequem, bisschen kürzer, dann wäre sie so gestampft, da wäre das Leben darin praktisch unmöglich gewesen. Wenn sie nicht so breit und so hoch gewesen wäre, wäre sie umgerollt. Dieses Schiff ist unrollbar. Man kann die Daten in einen modernen Computer speisen und es entsteht das ideale Modell für ein Schiff. Gerade diese Maßen. Also,
Noah hat Gott gehorcht, aber selbst dann müssen wir feststellen, Gott hat seine Hand darüber gehalten. Aber von deinem Schelten flohen sie, von deiner Donnerstimme wurden sie verscheucht zu dem Ort, welcher du ihnen, diesen Wassern, gesetzt hast. Am Ende der Sintflut floss das Wasser zurück. Wo ist es heute? In den Ozeanen. Hier zum Beispiel der Pazifische Ozean von der richtigen Perspektive aus gesehen. Etwas Antarktis, hier Australien, etwas Asien, etwas Nordamerika, alles andere Wasser. Die heutigen Ozeanbecken sind tiefer als die höchsten Berge unserer Erde hoch sind. Dort ist das Wasser der Sintflut heute. Am Ende der Sintflut floss das Wasser von der Erdkruste ab. Als das Wasser aber abfloss, floss es nicht über harte Sedimentschichten ab, sondern über weiche. Nicht über harte Felsen, sondern über immer noch weichen Sedimenten. Und wenn viel Wasser über weiche Sedimenten abfließt, dann werden diese Sedimente natürlich sehr stark ausgewaschen. Ich war dabei, unmittelbar nach der Sintflut habe ich einen Hubschrauber gechartert, bin über die Erdoberfläche geflogen. Freilich habe ich das nicht gemacht, aber nach einem sehr starken Regen habe ich in einer Sandgrube ähnliche Strukturen in Miniatur fotografieren können. Die Flusstäler, die Erdrutsche, die Deltas und alles, was wir hier im Mini-Format sehen, entspricht etwa die Erdoberfläche, wie sie nach der Sintflut ausgesehen hat. Hier Mini, hier Maxi. Der Grand Canyon der Vereinigten Staaten. Tausende von Quadratkilometern abgelagerten Sedimenten, aber sehr stark ausgefressen. Wenn man natürlich heute rechnet, harte Felsen, wenig Wasser, dann braucht es Jahrtausenden, bis solche Canyons entstehen. Wenn man aber rechnet, immer noch weiche Sedimenten und viel Wasser, dann entstehen die Canyons viel schneller. Und die Schichten sind auch sehr schnell abgelagert worden. Mega-Kreuzschichtungen, alles kreuzgeschichtet bis hier oben. In der Zeit nach der Sintflut waren die Schichten noch weich. Die wurden so schnell abgelagert, die waren noch weich. Und dann ist vieles wieder weggewaschen worden. Und Wind und Wetter, die haben nur den letzten Schliff gegeben. Und das gilt auch für unsere Landschaft. Die großen Flusstäler und so weiter sind wahrscheinlich entstanden, wo das Zeug noch weich war. Und nachher haben, seitdem alles hart ist, Wind und Wetter nur wirklich den letzten Schliff gegeben. Die Gletscher während der Eiszeit haben nur die Täler abgerundet. Die haben die Täler nicht eigentlich im Stein entstehen lassen. Die Täler waren schon da. Berge stiegen empor, Täler senkten sich. Da brauchen wir nicht nach Amerika zu gehen, da können wir in den Alpen bleiben. Hier sehen wir einen Berg gar nicht so weit weg von dort, wo ich lebe. Das ist der Wildhuser Schaftberg in Toggenburg. Links davon der Sentis. Ich möchte Ihnen diese beiden Berge als geologisches Profil zeigen. Sie müssen bedenken, ja, dass diese Schichten zuerst einmal waagrecht abgelagert wurden. Und da sind sie zusammengequetscht durch Bewegungen der Erdkruste. Sie müssen bedenken, dass Afrika zum Beispiel gegen den Bauch von Europa drückt und das quetscht dann Teile der Schichten hoch zu Bergen. Also die Schweiz ist eigentlich zusammengequetscht zwischen Deutschland und Afrika. Ich rede hier nicht politisch, sondern rein geologisch. Sie müssen allerdings hier die Sache jetzt dann wieder ausbügeln. Wenn Sie die ganze Schweiz ausbügeln, da haben Sie ein Riesenland. Das ist eine Tatsache, die ich mich vorliebe hier in Deutschland betone. Die Schweiz ist ein Riesenland, nur ist ein bisschen zusammengequetscht. Ja? Also, die Schichten werden zuerst waagrecht mehr oder weniger abgelagert, dann kommen sie unter Druck und sehen nachher so aus. Richtig hochgefaltete Schichten. Betrachten wir das mit einem Modell. Die Schichten werden zuerst mehr oder weniger waagrecht abgelagert, achten wir auf Punkt A und B. Jetzt kommen die Schichten unter Druck und werden, ähnlich wie wenn ich an meine Jacke hier drücke, gibt es Faltungen, werden gefaltet. A und B rücken enger zusammen. Hier eine solche Faltung, den ich in der Pfalz fotografiert habe, in Buntsandstein. Heute harter Stein, aber damals wirklich weicher Schlamm. Dieser Schlamm ist schnell abgelagert worden, Kreuzschichtung hier, hier. Aber durch das Quetschen
wird die Kreuzschichtung ausgebügelt, wieder gestreckt, ja. Je mehr diese Falten unter Druck kommen, umso mehr werden sie auf die Seite gelegt. Wenn sie ganz auf die Seite liegen, dann redet man von einer liegenden Faltung. Am Klausenpass in der Schweiz gibt es mehrere solche schön aufgeschlossene liegende Faltungen. Die kann man auch in vielen anderen Orten sehen. Gehen wir etwas näher heran. Diese Gesteine sind wie Haarnadeln gebogen. Sie sind also nicht als harte Gesteine gebogen, sondern in einem nassplastischen, knetähnlichen Zustand. A und B rücken immer enger zusammen und die Faltung wird derart geschoben, dass sie gestreckt wird und dann reißt dieser Teil von diesem Teil weg. Und da wird die obere Teil von der Faltung so eine Decke. Nun, solche Decken können einige Kilometer lang sein und einige hundert Meter hoch sein. Und alles, was darunter liegt, wird in Mitleidenschaft gezogen. Hier ist eine solche Decke oder ein Teil von einer solchen Decke, das ist der Berg Bier bei Kandersteg in der Schweiz. Diese Schichten, diese oberen, sind geschoben worden über das, was darunter liegt. Und das darunterliegende ist durcheinander gewühlt. Ja? Hier etwas näher gesehen, ein richtiges Marmorkucheneffekt im Stein darunter. Aber das ist in einem nassplastischen Zustand gefaltet worden. Am Ballenberg oder am Fuß von Ballenberg in der Nähe von Brienz in der Schweiz gibt es diese Schichtungen. Achten Sie hier auf die Schleifen. Hier macht es einen Knick, hier macht es einen Knick, hier macht es einen Knick, hier macht es nochmals einen Knick, dann knickt es, muss ich mal davor stehen, ja, nochmals hier, dann knickt es hier, kommt hier oben, knickt nochmals und geht immer weiter. Gehen wir etwas näher heran. Das Zeug ist in einem nassplastischen, knetähnlichen Zustand gefaltet. Das Gestein war nicht schon hart, als es gefaltet wurde. Nun, Stein kann hart sein und dann unter Druck kommen. Der Druck erzeugt Wärme und die Schichten werden wieder plastisch durch den Druck und durch die Hitze. Und dann werden sie in einem heißplastischen Zustand gefaltet. Aber das sieht man dann, die Schichten an, dass sie heißplastisch gefaltet wurden. Hier haben wir mit einer nassplastischen Faltung. Wenn die Decke weiter geschoben wird, dann kann es sein, dass Teile davon abbrechen. Und weil die Berge durch die Wasser hindurch hochgefaltet werden, werden Teile davon weggeschwemmt. Das sehen wir in den Wattländer Alpen in der Schweiz. An diesem Beispiel, da haben wir die... warten Sie einen Moment, ich muss schnell hier etwas machen. Gleich wird es ein bisschen besser. Dies ist eine Decke, die ist geschoben worden über die darunterliegenden Schichten, die in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dann brechen Teile von dieser oberen Decke ab und da entsteht diese Ebene. Ist auch gut so, da könnte man nachher die Bergbahnstation an dieser Stelle bauen. Überhaupt, viele menschliche Siedlungs- und sonstige Tätigkeiten sind nur wegen den Faltungen möglich. Hier zum Beispiel an einem sehr steilen Hang in den Alpen oberhalb vom Klausenpass, da haben wir eine mehr oder weniger ebene Alp mit Alphütte, mit Kühen drauf und Glocken, Bimmel, Bimmel, alles Friede und Freude her. Aber ohne diese Faltung darunter gäbe es an diesem steilen Hang keine ebene Alp. Man kann sagen, ohne Faltung keine Käse. Nun, es ist natürlich so, dass der Almbauer hier nicht damit rechnet, dass plötzlich seine ganze Alp innerhalb von ein paar Tagen kippt. Das wird er wohl nicht rechnen. Solche schnelle Bewegungen der Schichten gibt es heute nicht mehr. Aber die hat es gegeben. Zum Beispiel, es sind Untersuchungen gemacht worden in der Himalayas. Und einige Geologen, Albert Heim zum Beispiel, ist einer der bekanntesten Schweizer Geologen gewesen, Alpengeolog. Und er hat Vergleichsforschungen in der Himalayas gemacht und er schrieb in seinem Forschungsbericht, das habe ich auch selber gelesen, er glaubte, dass die Himalayas mindestens 1,5 Kilometer gestiegen sind, seitdem die Menschen in der Himalayas leben. 1,5 Kilometer. 1,5 Kilometer. Sie müssen bedenken, was das bedeutet. Die haben zum Beispiel dort in der Himalayas menschliche Siedlungsflächen gefunden, die früher waagrecht waren und heute liegen sie 45 Grad steil am Berghang. Und da kann kein Mensch mehr darauf leben. Ein anderes Beispiel aus den Anden in Südamerika. Da haben die Inka-Indianer Maisterrassen angelegt, so hoch wie es irgendwie ging.
Einige dieser Maisterrassen liegen aber heute über die Schneegrenze, und zwar einige hundert Meter über die Schneegrenze. Und nicht, weil die Schneegrenze hinuntergekommen ist. Sie schmilzt, wie auch bei uns, weiter zurück. Aber die Felder haben die Schneegrenze eingeholt und überholt und liegen einige hundert Meter heute höher. Und da wächst kein Mais mehr. Die Berge sind gestiegen. Im letzten Jahrhundert berichtete Charles Darwin, der Vater der Evolutionslehre, von einem sehr starken Erdbeben, den er an die Westküste von Südamerika erlebt hat. Und in einer Nacht hat er beobachtet, wie ganze Berge mehrere Meter aus dem Meer gehoben worden sind, sodass die Muscheln an den Schichten einige Meter über dem Meer am nächsten Tag hingend, sterbend waren. Also in einer Nacht die Berge so richtig aus dem Meer gehoben. Aber solche große Bewegungen, die sind immer seltener geworden. Es wird aber die Zeit kommen, wenn Gott sein Wort spricht, und da werden wieder die Berge wie die Kälber hüpfen. Das ist der allerhöchste Berg auf Erden, Mount Everest. Ich war zwar Missionar in den Himalayas, aber dieses Bild habe ich nicht gemacht, das macht der Kollege Messner für uns. Nun, hier oben haben wir aber Sedimentschichten und hier gefaltete Sedimentschichten. Und in diesen Sedimenten gibt es Fossilien. Als ich Missionar war unter den Tibetanern, hat ein Tibetaner mir ein Fossil von einem Tintenfisch gebracht, das sie auf 3000 Meter übers Meer gesammelt haben. Was macht ein Tintenfisch 3000 Meter übers Meer? Nun, der Tintenfisch ist nicht hier oben herumgeschwommen. Diese Schichten gehören zu diesem Schichtpaket hier unten. Die sind unter Wasser abgelagert worden, samt Tintenfisch. Und dann sind diese Schichten unter Druck gekommen und sind übereinander geschoben und aufeinander gefaltet worden, bis der Tintenfisch heute auf 6000 Meter liegt. Also bitteschön, die Arche Noah ist nicht daran hier durchgesegelt, sondern diese Schichten am Matterhorn sind emporgehoben worden bis an der Stelle, wo sie heute stehen, samt den Fossilien darin. Die Berge heute sind viel höher, als sie früher waren. Vor der Sintflut hat es keine hohen Berge, wie wir sie heute kennen. Es gibt aber Alpenblumen, die wachsen nur über 2000 Meter Höhe. Die wachsen gar nicht im Tiefland. Wo waren diese Pflanzen vor der Sintflut, wo es keine Berge gab, höher als 2000 Meter? Wo waren die Pflanzen zu der Zeit? Das ist einer der mehreren Themen dieses Buches, die ersten Gipfelstürmer, wie Blumen die Alpen erobern. Das ist ein ganz neues Buch, kam im Juni dieses Jahres heraus und berichtet, wie Gott die Alpenblumen so wunderbar geschaffen hat, dass sie selbst in der Zeit nach der Sintflut die Berge, die ganz neu entstehenden Berge, erobern konnten. Dieses Buch wird Ihnen die Augen öffnen für manche Wunder der Schöpfung, wird, wenn Sie gerne in die Berge gehen, Ihre Wanderungen dort sehr bereichern. Der Text ist gut verständlich, da bürge ich dafür. Ich habe mich daran gesetzt und habe das Manuskript meines Freundes gründlich überarbeitet. Der kann sehr gut schreiben, aber der hat nicht die Gabe, sich unbedingt verständlich für vielen zu machen. Und so ging ich daran und habe das überarbeitet und wir haben beide 7 Jahre lang Bilder gemacht für dieses Buch und ich denke, das wird für Sie sehr interessant sein und das ist ein Buch zum Weiterschenken an denen, die die Bibel bis jetzt vielleicht gar nicht so ernst genommen haben. Entschuldigen Sie, dass ich so begeistert von einem Buch rede, wo ich selber daran beteiligt war, aber ich kann das in diesem Fall mit gutem Gewissen tun. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Und so nach der Sintflut ist die Erde allmählich wiederhergestellt worden, sodass wir heute auf eine sehr ruhige Erde leben. Und so baut man Straßen ins Meer entlang und rechnet nicht damit, dass in einer Nacht die ganze Küste 100 Meter absackt oder irgend sowas. Und heute machen wir unsere Datierungen. Heute werden die geologischen Prozesse gemessen, datiert.
Und dann überlegt man im Lichte von den heutigen langsamen Bewegungen, wie es früher in der Vergangenheit alles so langsam vor sich gegangen ist. Und da kommt man auf die Jahrmillionen. Und heute in einer Zeit, wo der Boden selten bebt, da werden die Menschen ziemlich selbstsicher. Da kommen die großen Helden und sie klopfen die großen Sprüche über Gott und Ewigkeit und Gottes Tod und wenn ich Gott wäre und wenn ich Gott begegnen würde und so weiter, bis plötzlich der Boden unter ihren Füßen bebt. Und da gehen diese Helden plötzlich auf ihren Knien und sie fangen an zu schreien. Und das heißt, in der Endzeit, am Tag des Herrn, wenn die Erdbeben wieder zunehmen und die Berge hüpfen wie die Kälber, da gehen manche großen Helden auf ihren Knien und sie schreien zu den Bergen, falle auf uns, falle auf uns. Es wäre lieber, wir kämen um, als dass wir vor dem Angesicht des lebendigen Gottes erscheinen müssen. Denn es ist ein schreckliches Ding, in den Händen eines richtenden Gottes zu fallen. Es ist aber ein wunderbares Ding, in den Armen von einem vergebenden Gott getragen zu werden. Wählet euch heute, wen ihr dienen wollt. Und die Zeit, um Erbarmen zu rufen, die Zeit, um Dinge mit Gott in Ordnung zu bringen, ist nicht erst dann, wenn der Boden unter den Füßen bebt, sondern jetzt, wo man überhaupt die Chance dazu hat. Du ließest Quellen entspringen in den Tälern. Sie fließen zwischen den Bergen hin. Und so ist die Erde nach der Sintflut wiederhergestellt worden, sodass wir heute auf eine wunderschöne Katastrophe wohnen. Wir wohnen auf Narben. Narben einer untergegangenen Welt. Und so möchte ich Sie ermutigen bei Ihrer nächsten Wanderung. Lassen Sie bitte die Steine nicht links liegen. Lassen Sie die Steine reden. Denn wenn die Menschen schweigen, dann müssen halt die Steine reden. Und sie reden von großen Umwälzungen. Sie reden von einer Welt, die untergegangen ist. Sie reden davon, dass Gott sich nicht spotten lässt. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Sie reden aber auch davon, dass Gott sich erbarmt. Gott hat sich mächtig erbarmt, denn die Narben sind wieder schön geworden. Und was wir hier in der Landschaft sehen, das können wir auch in einem Menschenleben beobachten. Ein letztes Beispiel von einem älteren Mann, den ich persönlich kenne. Wenn man diesen Mann heute anschaut, man merkt an seinem Gesicht Narben. Da war was in seinem Leben los. Und wenn man ihn näher kennenlernt, merkt man auch, dass seine Seele vernarbt ist. Denn diesen alten Säufer weiß nicht, wo seine Frau und wo seine Kinder sind. Diesen alten Trinker hat das Leben seiner Familie derart sauer gemacht, die sind schon längst davon. Und so vegetierte diesen alten Mann jahrelang dahin, voll Hass und Bitterkeit. Die Frau war schuld, der Lehrer in der 5. Klasse war schuld, sein Vater war schuld, die Bullen sind schuld, sind alle schuld, Saupack! Bis dieser alte Mann vor einigen Jahren die Gelegenheit bekam, das Wort Gottes mit einigen Christen zu lesen. Und was er dort von Gott wahrnahm, das hat ihn auf seine Knien gebracht. Und dieser Mann fing an, um Erbarmen zu schreien. Und er sagte, oh Gott, könntest du so einen Sünder wie ich vergeben? Gott sei Dank hat er weitergelesen. Er las von einem Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing. Und Jesus Christus hat diesen Mann gesagt, und heute wirst du bei mir im Paradiese sein. Dieser Mann tat Buße, dieser Mann schrie um Erbarmen. Und manche guten Bürger zum Fuß vom Kreuz, die waren so gut, die sahen es nicht als notwendig, um Erbarmen zu rufen. Und die gingen ewig verloren und der Verbrecher wurde errettet. Und diesen alten Mann, der las von einer Hure, deren vielen Sünden vergeben wurde, er las von einem Gauner, der zu einem Wohltäter wurde und er fasste Hoffnung, denn er las im Worte Gottes, ist jemand in Christus? Wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, dann dürfen wir in Christus sein. Und dann fängt er an, in unserem Leben was Neues zu machen. Siehe, das Alte ist vergangen, es ist ein Neues geworden. Wir werden zu einem neuen Geschöpf. Und das hat diesen alten Mann erlebt. Wenn man ihn heute anschaut,
da ist was Neues geworden. Dieser Mann ist von innen nach außen erneuert worden. Allerdings, wenn man ihn näher anschaut, sieht man immer noch die alten Narben. Ich sehe an seinem Gesicht, er war ein Trinker, seit vielen Jahren nicht mehr, aber er war ein Trinker, das sieht man ihn an. Und er weiß auch immer noch nicht, wo seine Frau ist. Er weiß auch immer noch nicht, wo die Kinder sind. Die sind verschwunden und das schmerzt. Ja, was hat sich dann geändert? Es hat sich eine ganze Menge geändert in diesem Leben. Aber wir dürfen nie vergessen, auch wenn Sünden vergeben werden, können wir die Konsequenzen davon lange spüren. Verwechseln wir nie Vergebung und Konsequenzen. Ich spüre bis heute die Konsequenzen mancher meiner Jugendsünden. Am eigenen Leib spüre ich das. Die Sünden sind vergeben. Aber es gibt noch Schmerzen. Vergessen wir das nicht. Aber die Narben, die heilen. Die heilen. Da ist manches in diesem Leben geschehen. Schauen wir diesen Mann in den Augen heute. Da sehen wir nicht mehr Bitterkeit, da sehen wir Dankbarkeit, da sehen wir Hoffnung, da sehen wir Friede und Freude. Diesen Mann ist schön geworden. Wissen Sie, was ihn so schön macht? Es ist der Kontrast zwischen dem, was war und dem, was durch Gottes Gnade geworden ist. Dieser Mann ist so schön geworden, eine ganze Menge Menschen haben sich durch sein Zeugnis zum Jesus Christus bekehrt. Die merkten, wenn Gott so ein Leben so verändern kann, dann kann er auch fertig werden mit meinen Narben. Da kann er auch manches verändern in meinem Leben. Wissen Sie, was unsere Landschaft so schön macht? Morgen, wenn Sie die Fenster öffnen und rausschauen, Sie sehen um sich herum Bergen, in Anführungszeichen, und denken Sie daran, was diese Bergen so schön macht. Es ist der Kontrast zwischen dem, was war, und dem, was durch Gottes Gnade geworden ist. Ich wünsche Ihnen schöne Wanderungen, vielleicht mit neuen Augen. Ich möchte beten. Wir stehen dazu auf, himmlischer Vater. O Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Es ist ein schreckliches Ding in den Händen des lebendigen Gottes, als Sünder zu fallen. Wunderbar aber, vergeben, errettet zu werden. Ich möchte darum flehen, Herr, wenn du irgendjemand hier ansprechen möchtest. Vielleicht schon längst Christ, aber der weiß ganz genau, da gibt es ein Herd von Sünde. Da gibt es etwas. Wirk du in unserem Herzen, Herr, dass wir das ans Licht bringen, dass das gereinigt werden kann. Denn nur dann ist wahre Freiheit. O himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns eine weitere Chance auf dieser Erde gegeben hast. Und es blieb nicht als Katastrophe. Es ist wieder schön geworden. Da fasse ich Hoffnung, auch für mein Leben. Du bist am Wirken. Ich danke dir dafür. Dies bitten wir alles im Namen Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Amen. Dame a beber de esa agua, te lo pido con amor. Si es que notas mi pasión, desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi alma.
si es que notas mi pasión, te lo pido con amor. Dame a beber de esa agua. La mujer sí comprendió, quien le hizo el ofrecimiento.